willkommen zu meinen Beauty-Favoriten für den Februar. Ich finde, der Februar hat uns sowas von gezeigt, was Winter bedeutet, oder? Es ist im Moment so, so kalt. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich zwei Produkte gefunden habe, die meiner Haut sehr, sehr gut tun. Das eine Produkt hat Pablo mir gemobst, deswegen kann ich es euch gerade nicht zeigen. Ich packe das einfach in meine Favoriten für den nächsten Monat. Ich bin mir sicher, da finde ich es auch immer noch toll. Aber das andere Produkt ist dieser kleine Schatz hier. Und zwar ist das von Laneige, die Lip Sleeping Mask in der Duftrichtung Vanilla. Wenn ihr auch so trockene Lippen habt, dann kann ich euch das wirklich sehr, sehr empfehlen. Nicht nur für abends, also ich benutze das sehr, sehr gerne dick aufgetragen über Nacht, aber auch gerne morgens, bevor ich rausgehe, weil das schon so eine richtig gute Schutzschicht ist. Oh, meine Zunge hat sich verknotet gerade. Und es ist eine tolle Konsistenz, kann euch das mal zeigen. Kommt hier in so einem Pöttchen, was ich jetzt nicht ideal finde, aber es ist für die Konsistenz eben ganz okay. Es riecht sehr, sehr angenehm, nicht zu süß oder so, sondern ganz pudrig, leicht nach Vanille. Und es ist einfach super angenehm auf den Lippen. Und ich hatte nicht einmal, dass meine Ränder hier von den Lippen eingerissen sind oder an sich, dass es, ihr kennt doch diese wie, nicht Hornhaut, aber wenn es so einreißt und dann so eine ganz komische Konsistenz auf den Lippen ist. Wisst ihr, was ich meine? Das habe ich eigentlich immer und das hatte ich in diesem Winter überhaupt nicht. Und ich habe nur das als neues Produkt benutzt. Deswegen bin ich sehr beeindruckt. Der nächste Favorit ist ein sehr teures Produkt. Ich bin mir dessen bewusst. Aber falls ihr die Probleme habt, die ich habe mit meiner Augenpartie und ihr gewillt seid zu investieren, kann ich euch La Mer The Powder sehr empfehlen. Ich habe das erwähnt in meinen Jahres-Beauty-Favoriten. Und das ist wirklich für mich mit das beste Puder für eben die Partie unter den Augen, um Concealer zu fixieren. Ich habe das Problem, dass Concealer bei mir immer in die Fältchen rutscht und selbst mit Puder das manchmal passiert und das dann extrem trocken aussieht, egal wie wenig ich benutze, womit ich das auftrage und so weiter. Ich habe immer das Problem und es sieht auch ganz oft so dunkel aus und ich frage mich einfach, warum das so ist. Die Farbe von dem Puder ist so leicht rosa, das hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt und hier ist auch so ein leichter Schimmer drin, aber man sieht beides nicht. Es sieht einfach aus wie nichts. Ich habe das auch gerade drauf und das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass man es im Prinzip nicht sieht. Es sieht einfach nur aus wie so ein Weichzeichner-Effekt. Ganz, ganz seidig und weich und hält aber wirklich den Concealer da, wo er halten soll. Es creased nicht so doll und man sieht es einfach nicht und es sieht nicht so pudrig, krustig aus. Und klar ist das teuer, aber hier ist auch eine ganze Menge drin. Davon werdet ihr eine Weile was haben. Und dafür sieht das eben nicht mehr so krustig aus. Und um das Ganze abzubekommen, habe ich das hier benutzt. Das habe ich mir, ich glaube, in New York letztes Jahr oder so gekauft. Das ist von Boscha Makeup Breakup Cool Cleansing Oil. Und das benutze ich nie, nur wenn ich auf Reisen gehe. Und habe noch nie so richtig drüber nachgedacht. Und letztens hatte ich das mit und Pablo hat das auch benutzt. Und dann kam er aus dem Bad und meinte, was ist das denn hier? Dieser Reiniger ist ja richtig gut, meine Haut fühlt sich voll gut, dann fass mal an. Ich fasse an, denke so, krass, seine Haut hat sich wirklich so babyzart angefühlt. Und dann habe ich das nochmal benutzt und wirklich drauf geachtet. Und es ist wirklich so, dass im Gegensatz zu anderen Cleansing Oils man das Gefühl hat, dass es wirklich die Haut gleichzeitig nährt und Feuchtigkeit spendet, aber eben auch das Make-up richtig gut abträgt und dabei aber nicht so einen Film hinterlässt. Also einfach so das Beste aus allen Bereichen. Das ist ein Produkt, was ich aus New York, wie gesagt, habe. USA ist in Deutschland nicht so einfach zu bekommen. Ich denke aber auch, dass man das online bestimmt irgendwie erhalten kann, kaufen kann. Ich werde versuchen, einen Link für euch zu finden, aber ich wollte euch halt wirklich die Sachen zeigen, die ich richtig gut finde und dann nicht nach einer Alternative suchen. Wisst ihr, was ich meine? Im Moment experimentiere ich gerade so ein bisschen mit Augenbrauenprodukten. Ich mag immer noch den Stift von Benefit sehr, sehr gerne, wenn es schnell gehen soll. Aber gerade hier vorne mag ich das manchmal mit noch ein bisschen mehr Präzision und das ist sehr schwierig mit dem von Benefit. Und deswegen habe ich sehr gerne wieder zu diesem hier gegriffen. Das ist von NYX Micro Brow Pencil, die Farbe Brunette. Hat hier so ein kleines Bürstchen, was ich sehr, sehr gut finde. Ist auch ein gutes Bürstchen, womit man das gut durchkämmen kann. Und die Farbe ist auch super, weil das ist so ein, ich versuche euch das mal zu zeigen. Das ist ein schönes Dunkelbraun, aber so ein Mittel- bis Dunkelbraun. Und es ist sehr, sehr schön kühl, ohne irgendwie grau oder so auszusehen. Weil das finde ich bei Augenbrauen immer ganz, ganz schlimm. Und es hält wirklich den ganzen Tag. Und
das ist eben auch sehr, 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 sehr fein und dünn. Das heißt, man kann wirklich so einzelne Härchen nachzeichnen. Dauert natürlich ein bisschen länger als mit dem von Benefit, aber wie gesagt, dadurch auch ein bisschen präziser. Und um das Ganze zu setten, habe ich das hier gerne benutzt, beziehungsweise habe ich auf Reisen meistens das hier gar nicht mitgenommen oder benutzt, sondern einfach nur ein Braungel aufgetragen. Und das hier ist von Sante, Tinted Brow Talent in der Farbe Brownie. Und das habe ich mir dann einfach nur in die Augenbrauenhärchen so reingearbeitet, sage ich mal, dass man wirklich auch ein bisschen Farbe gesehen hat und das so ein bisschen das Ganze auch optisch aufgefüllt hat, wenn ihr wisst, was ich meine. Und die Farbe im Gegensatz zu der von NYX ist definitiv, ich zeige euch das mal, ein bisschen wärmer, aber ich würde sagen eher neutral. Also nicht orange-braun oder so, aber eben auch nicht so kühl wie der hier. Die beiden Produkte passen einfach super, super gut zusammen. Aber auch wenn ich eben nur das Braungel benutzt habe, fand ich, dass meine Augenbrauen sehr gut aussahen und ich mich nicht geschämt habe. Und der letzte Favorit, danach habt ihr sehr, sehr oft gefragt, ist der Nagellack, den ich diesen Monat ausschließlich getragen habe. Jetzt habe ich natürlich gerade nicht drauf. Ich habe den mir gestern abgenommen, aber das ist von Essie die Farbe Licorice. Ich benutze nach wie vor eigentlich ausschließlich Essie-Nagellacke, obwohl ich sagen muss, dass der nicht mehr ganz so lange hält, wie ich in Erinnerung hatte. Ich dachte, der hält bei mir 7 Tage gut durch, aber gerade bei Schwarz sieht man das schon sehr, sehr schnell. Aber ich finde, mit einem guten Schwarz kann man nichts falsch machen. Ich brauche nur eine Schicht davon und dann ist das deckend und ich mag einfach Essie an sich sehr, sehr gerne. Und weil bestimmt einige fragen, was ich anhabe, findet ihr immer in der Infobox. Das Oberteil hier ist jetzt von den Other Stories. Ist für mich so ein mega Throwback-Moment, weil ich eine Zeit lang nur Streifenoberteile oder Blusen mit 2 Taschen getragen habe. Und seitdem eigentlich gar nicht mehr. Aber ja, das findet ihr sonst immer alles in der Infobox. Und das waren meine Beauty-Favoriten. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen haben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was eure Favoriten waren. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Ciao.